Servus und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Heute spielt ein Kollege von mir, der mir Minecraft wieder ein bisschen näher bringt und ein wenig Flüssigkeit in das Let's Play bringt. Servus. Hallo. So, ich habe mir gedacht, nach den letzten Let's Plays, es wäre mal Zeit, irgendwie ein bisschen Eisen zu farmen. Ja. Nachdem wir da noch nicht sehr weit fortgeschritten sind in dieser Hinsicht. Das gemeint, da gibt es irgendwann eine Schlucht. Genau, wenn du da jetzt rückwärts nochmal, ja. Da entlang links von diesem Berg, okay. Wobei du kannst auch zwischen diesen zwei Hügeln durchgehen, ich glaube, das macht keinen Unterschied. Also wir haben jetzt die Gehbewegung wieder eingeschaltet, weil irgendwie das... Und das Wetter haben wir etwas lauter gedreht. Ja, das ist halt so. Ja, und da dahinter sollte dann da rechts, wenn du diesen kleinen Weg siehst. Okay, aber das da ist saumäßig unnötig. Also ich wäre ja fast dafür, dass man irgendwie sich einfach reingräbt. Ja, das können wir auch machen. So Strip Mine oder wie? Ja, ich finde das ganz gut. Oh, okay, das. Weil ich will ja auch nicht die komplette Landschaft zerstören. Genau. Also. Mach, wie du es für richtig hältst, du bist jetzt der Boss. Nein. Grüß Gott. So. So, also wir bauen uns jetzt einfach runter. Jawohl. So. Ich versuche hier einen Scheiß zu labern. Lass jetzt Strip Mining oder einfach eine Höhle zu finden? Auf gut Glück. Nein, einfach runterbauen. Es war vielleicht nicht ganz intelligent, das da oben zu machen. Mitten am Berg, weil man gräbt sich erst einmal. Wie viele Blöcke überhaupt? Ja, viel zu viele. Ja. 70 normalerweise ist höher, 60 oder sowas ist Meereshöhe. Ich höre irgendwo Zombies. Es kann unmöglich sein, dass hier eine Höhle ist, eine kleine. Oder wir gleich auf einer riesigen Höhle. Stört mich gar nicht. Dosen. So eine unterirdische. Ist das links ein Zombie? Ich kann ich jedes Mal sagen. Zur Info für die Leute, die sich jetzt fragen, so ja, sag ihm doch, er hört jetzt das Spiel nicht mich. Okay. Vorsicht. Es gibt ja die Regel, nicht von oben runter bauen, aber das kann auch passieren, von oben unten nach oben. Ja. Okay, das ist schon einmal. Das könnte sogar ein Teil dieser einen Schlucht sein, die ich letztens da gefunden habe. Ja, in Bedrock solltest du nicht einsteigen, ha? Also... Okay, ich glaube da hinten war der so Zombie. Da unten ist Eisen, was du es noch nicht gesehen hast. Ich hab's gesehen, ja. Und da ist noch Kohle. Ich baue mir jetzt mal hier so ganz manuell nach unten. Hier sehen wir einen kompletten Minecraft Pro. Pro ist was anderes. Man sieht's. Da ist übrigens nochmal Eisen, etwas zu deiner Rechten. Ja. Etwas da wird jetzt ganz, ganz viel an Rohstoffen. Ich meine, das ist. Okay. Ist die Fledermaus gerade in der Lava verreckt? Läuft bei ihr. Passt. Ja, da haben wir ordentlich Suizid schon Eisen. Fledermaus. Auf jeden Fall. Kein Batman, sondern ein Suizid. Könntest du da die Höhle benennen, irgendwie so ein Schild aufstellen? Genau. Zur toten Fledermaus. Genau so. Zufrieden aus. Ich mach das deswegen so langwierig, weil man das dann. Nur besser vorsichtig als das ganz du dann gleich verreckst. Man kann dann ganz einfach auch wieder rauf. Ja. Das ist dann in einen. Das und jetzt mache ich eben das. Also ich mache das immer so ganz gerne so, dass ich, wenn ich in eine Höhle komme, immer die Fackeln in Richtung Ausgang anbringe. Dann kann ich mich nie wieder verlaufen. Das ist dieser alte, bewährte Trick, den man schon immer anwendet, wenn man Survival spielt. Das ist eigentlich. So. Das ist nicht mal ein Profi-Tipp. Nix mehr. Ja, da ist halt Eisen und Kohle. Ja, jetzt mal das Eisen mit Kohle haben wir hier genug, oder? Ja, ich glaube schon. Ich glaube ein Stack oder so. Außerdem, wenn man alle Kohle mitnimmt, die überall herumliegt, wird man nie fertig. Das stimmt auch wieder. Allerdings. Kohle kann man nie zu wenig haben, also ja, zumindest in Minecraft. Stimmt.
Stimmt. In unserer Realität ist das etwas anders. Zum Zeitpunkt. Eisen. Welche Höhe ist das? 37. Warte ganz kurz, viel wo steht hoch. Jetzt die Höhe? Also 37, also da das in der Mitte oder wie? Oder da? Ja, die Mitte. X, Y, ah, okay. Z. Ja, ja, absolut, verstehe. Ach, auf was muss ich da achten, wenn ich dann spiele? Weil ich ja, ab vergessen habe. Von Höhe. Auf Höhe 10 bis 11 sind die meisten Diamanten, also wenn du Diamanten. Okay. Farmen möchtest. Das heißt, Leute, entweder die Folge oder die nächste dann Full-Dia-Rüstung. Boah, das ist ein bisschen ambitioniert, würde ich sagen. Aber... Du, ich bin so ein Profi-Gamer, ich schaff das schon, Kappa. Ja, ich mach das zu, weil da irgendwie das Monster-Spawnen ist nicht unwahrscheinlich. Aber man braucht sich ja auch... Also, was ist also, überhaupt die Schwierigkeit irgendwie? Normal. Okay. Kein Problem. Da, du bist gerade am Eisen vorbeigelaufen, so. Also ja, ja. Falls du es nicht bemerkt hast. So. Eisen nehmen wir mit. Wir brauchen dann auch eine neue Spitzhacke und eine Werkbank sowieso. Ich habe, glaube ich, zu wenig Holz mitgenommen. Das war viel. Ich weiß es. Naja, doch. Nein, nein, das geht sich schon aus. Brauchst nicht nur viele Blöcke. Da kannst du das Eichenholz, glaube ich, ist das. Ich bin mir gar nicht sicher. Das sieht braucht kein Mensch. War das anders? Ich glaube. Ja, doch. Das eine war, glaube ich, aber Cobblestone. So. Noch mehr Eisen, wir wollen. Das eine sieht eigentlich Englisch, dumme Frage, aber. Nein, nein, das sieht das. Deutsch. Was Lateinisches wahrscheinlich. Ah, okay. Das heißt überall gleich. Du hast Latein gelernt, du musst es wissen. Ihr müsst wissen, der Herr, der geht immer noch in die Schule. Ja. Allerdings in der Musikschule, also auch nicht so die normale Schule wie. Ja, Musikschule ist. Da muss ich Instrument lernen. Nein, mit Musikschwerpunkt. Gymnasium mit Musikschwerpunkt. Jetzt müsst ihr aber wissen, eigentlich darf man ja von oben nicht abbauen. Wegen Lava. Ja, genau. Das ist eine große Gefahr meistens. Aber du weißt ja, was du tust. Den Ausgang. Ich nehme mir dann mal den Eistee. Natürlich, Hashtag keine Werbung. Hashtag verarsche gerne. Das ist jetzt gerade sowas von ungünstig. Absolut unnötig. Eigentlich sollte man das zubauen. Ja, das ist mir. Aber ich bin gerade zu faul darauf. Das darauf zu gehen. Wäre auch Zeitverschwendung. Nein, ich hätte mir nur gedacht, da kommt die Werkbank her. What? Nein, steht nicht drauf, oder? Der Timer. Ah, warte. Das ist so. Wir sind genial. Wir wollten uns die Zeit einstellen, wie lange wir aufnehmen. Ja, ist egal. Wo war Kohle? Wo war Kohle? Circa 10 Minuten mittlerweile oder so. Schätze ich mal. Achso, ich wollte. Es ist wieder on point hier. Ja. Passiert. So, zack. Spitzhacken kann man nie genug haben, solange man kein. Wo war die Kohle? Da war die Kohle. Ja, genau. Machst dann. Hast du schon einen Ofen gemacht? Ja. Anderes Thema ganz kurz: Politik. Na, bitte nicht. Bist du da eigentlich immer noch so auf dieses in dem Video so, das Ibiza? Mich nervt's ja mittlerweile wieder. Also mich langweilt das total schon wieder. Ich bin überhaupt nicht der Politikmensch überhaupt. Und habe mich ja nur letzte Woche jetzt, die Woche vor den Wahlen jetzt nochmal interessieren müssen dafür. Aber, ja. Was sagst du zu dem ganzen Skandal? Bin froh, dass der mich nicht damit beschäftigen muss. So ist es. So, 39. 8 Stück pro Kohle, oder? 8 mal 4 ist 32. Jo. 4. Das passt schon. Ja. Derweil machen wir mal in diese Richtung weiter. Ja, stimmt. Da geht auch bald
Fackel aus. Er gönnt sich. Das brauche ich auf 3, dankeschön. Wasser. Was würdest du, also du hast ja ein, zwei Folgen, bevor ich weiß, angeschaut, die ich bisher hochgeladen habe. Was würdest du da bisher verbessern? Also sagen, das hätte ich anders machen können. Na, Effizienz. Zum Beispiel Kohleverschwendung, das haben wir ja schon geredet. Ja. Okay. Du hast ja gemeint, dass man mit Zombiefleisch die Mobs, also nicht die Mobs, sondern Wolf benennen. Wölfe zähmen kann, ja. Genau, nicht benennen zähmen. Ja, das finde ich ja schade, dass du da weggelaufen bist von denen. Ja, hatte ich das schon, Zombiefleisch? Ich weiß gar nicht. Ja, sicher. Okay. Ich glaube, du hast es weggeschmissen. Ja. Naja, am Anfang hat. Okay. Das war also ja relativ am Anfang, oder? Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Das war erste Folge, glaube ich. Ja. Wir müssen dazu sagen. Komm vor. Ich muss dazu sagen, weil ich so lange nicht mehr gespielt habe, ich habe das voll vergessen, dass das in der 1.8 schon geht. 1.8 schon geht, bitte. Das ja, ich schon. Weiß, das klingt schon sau bescheuert. Das ist seit der 1.6 wahrscheinlich. Na, 1.8 gibt es als erstes mal Pferde. Du kannst sogar Esel mit Thron bestücken, die leben. Wow. Ja, 1.8 schon, ich dachte erst, aber 1.10. Okay, okay. Oder 9 halt. Ja, ich glaube, ich sicher mal da in Richtung dort hinten ab. Ja, pass auf, vor Skelette. Ah, kein Problem. Okay, das ist schon wieder Ende. Also ganz unspektakulär da. Übrigens, den Kies, den kannst du ja. Warte mal. Nächster Minecraft-Trick. Feuerstein. Ah, verdammt. Aber wenn man da wenn man es schafft, die Fackel drunter zu setzen, dann baut sich das alles von selber ab. Ah, ja, ja. Aber. Kenn ich. Aber da. Kenn ich, hätte es mir jetzt nicht gesagt, hätte ich es trotzdem nicht mehr gewusst. Klassiker. Ja, sicher. Eisen. Ja, ist mir nicht zurecht, den Spitznamen vergisst man nicht gegeben damals. Okay. Den Namen gebe ich immer noch. So. Ah, ich habe ja kein Optifine. Das könnte nein, man. Nein, die Mods habe ich noch nicht drin. Ja, das kannst du nicht als Mod sehen, aber naja. Ich verstehe schon, was du meinst. Warte mal. Kurz schauen, wo. Okay, da. Ach, die Fackel. Der Ausgang ist in die andere Richtung. Genau. So. Kohle. Ja, das hat sich nicht geändert. Was war das damals? 1.4 oder so? Man hat komplett Minecraft begonnen. Ein Alpha. Eine Alpha. Also von Anfang an quasi. Fast. Ja. Boah, nee, damit ist er durchgestartet, oder? Mit Minecraft, kann das sein? Bin mir nicht mehr sicher. Also ja, kann sein. Hat das seinen Erfolg? Unfähigkeitslevel übertrieben wir am Start. Er versucht natürlich ein bisschen meine Spielweise zu übernehmen. Ja, man muss sich nachher anpassen, ne? Genau. Es soll ja immer noch authentisch wirken. Genau. Nicht irgendwie jetzt abgeschaut von ihm. Ja. Es soll ja nicht wirken, als wäre hier der übelste Pro-Gamer am Start, sondern als würde ich ihn mal spielen. Aber. Ja. Fackel. Grüß Gott. Hast du eigentlich auch im Singleplayer Shortcuts, / Hotkeys belegt? Ich mach das immer so mit meiner Belegung. Ich hab natürlich Optifine drin und dann lege ich mir den Zoom auf X und. Auf X? Und die 9 auf C. Ich finde den auf C ganz passend eigentlich. Ja, aber weil ich 9 auf C hab. Okay. Ich hab 1 auf F, aber ich weiß nicht, ob es. Nein, wohl nicht bei mir. Na, nicht auf 1. Außer der Third-Person-Modus, der auf R behalten wurde, wie ich letztens herausgefunden habe, Der nicht mehr auf F3 war. Das ist scheinbar das Einzige, was das übernommen wurde von meiner Anmeldung. Damals, wie ich mir runtergeladen habe auf dem PC und du dann kurz so geschaut hast und alles eingestellt hast, ich musste das jetzt dann nochmal installieren. Ach so? Ja, ich weiß nicht wieso, aber vielleicht irgendwann ist die installiert, keine Ahnung. Ich kann mich aber nicht daran erinnern.
Das war kein Problem, ich habe es einfach neu angemeldet, also runtergeladen.